Ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde. Klingt nach einem Katastrophenfilm, kommt aber öfter vor als gedacht. Asteroiden sind kleine Gebilde, die bei der Entstehung der Planeten vor 4,5 Milliarden Jahren übrig geblieben sind. Zuletzt hat 2021 so ein Gesteinsbrocken aus dem All die Erde nur knapp verfehlt. Am Donnerstag ist es wieder soweit. Forscher haben ein gefährlich nahes Objekt entdeckt. Die aktuellen Berechnungen sind also mit 9000 Kilometer über der Erdoberfläche im Südpazifik vielleicht verglühen wird. Sicher ist das nicht. Teile des Asteroiden könnten auch im Meer einschlagen. Das ist Gott sei Dank nicht recht groß, das heißt, man schätzt den Durchmesser zwischen 5 und 10 Meter aus den Beobachtungen. Das heißt, das ist kein Citykiller, wie man so schön sagt. Auch am 1. Februar glüht es am Himmel. Der Komet C2022E3 nähert sich der Erde auf 42 Millionen Kilometer. Er ist momentan auch schon sichtbar. Das heißt, mit einem Feldstecher kann man den auch jetzt beobachten zwischen großen Wagen und Polarsternen. Das heißt, das sind zwei Sternbilder, die eigentlich jeder kennt. Da wird er sich mittendurch bewegen. Die Sichtbarkeit hängt davon ab, wie die Bahn des Kometen ist. Das heißt, viele Kometen sind in etwa in derselben Umlaufbahn wie die Erde um die Sonne, ein bisschen geneigt, ein bisschen nicht. Kommt dann darauf an, von welcher Richtung das er kommt. Aber der Komet hat den Vorteil, dass er fast senkrecht durch die Erdbahn geht. Und dadurch haben wir die Chance, auf dem Nordhimmel eben den am Polarstern, also in der Nähe vom Polarstern, am großen Wagen zu sehen. Deswegen kann man fast die ganze Nacht beobachten. Kometen sind schmutzige Schneebälle. Sie bestehen aus gefrorenem Eis und Staub. Kommen sie in die Nähe der Sonne, schmilzt das Eis. Der typische Schweif entsteht. Automatische Kameras erfassen immer wieder per Zufall Kometen. Sie sind genauer und sehen viel weiter als das menschliche Auge. Man hat heute fast keine Chance, dass man einen hellen Kometen oder überhaupt einen Kometen in dieser Größenordnung findet, weil da braucht man schon lange Belichtungszeiten und daher ist das jetzt die letzten Kometen fast nur ausschließlich von so automatisierten Satelliten oder von Kameras entdeckt worden. Sogenannte Kometenjäger werden seltener. Die Faszination bleibt trotzdem. Jedes neue Objekt hat der Entdecker das Recht, dass er ihnen einen Namen gibt, eben zum Beispiel Komet West, das ist ein typisches Beispiel, oder Komet Shoemaker-Levy, das heißt, das sind zwei Personen, die den entdeckt haben. Damit ist man natürlich verewigt. C2022E3, ein unromantischer Name für ein romantisches Himmelsspektakel. Am besten sichtbar ist der Komet außerhalb der Stadt.